Was ist mit diesen Tomaten passiert? Naja, die sind einfach klein gemacht worden. Jetzt passiert noch viel mehr damit. Die kommt rein, damit das wieder wirklich auch eine schöne Soße wird. Als kleine Überraschung für euch. Zack, zack, zack. Kommt doch noch ein bisschen Salz. Wie gesagt, mit einer Hand ist ein bisschen. Also, ich habe jetzt noch kein Salz drin. Das kann aber ruhig gut gesalzt werden. Da hinterher an die Platten, da ist gar kein Salz dran. An den Nudelnplatten. Deswegen, die Soße wird wirklich schon einen richtig guten Geschmack haben. Hier habe ich jetzt noch nicht alles rausgeholt. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr mehr Hände frei habt, einfach Wasser reinzufüllen und dann wieder reinzupacken. Mache ich später offline. Dafür gibt es jetzt hier nochmal ein bisschen Oregano. Na komm, packen wir ein bisschen Oregano mit rein. Chup, 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 chup. Und Cayennepfeffer. Also ruhig kräftig würzen. Guck gleich mal, was ich noch.